Hallöchen, Mrs. Puff. Heute schaffe ich meinen Schein. Sie werden staunen. Eins nach dem anderen, SpongeBob. Erstmal kommt die mündliche Prüfung und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich sie bestens bestehe. Ich weiß. Okay, erste Frage. Wie nennt man den Vorderteil des Bootes? Das ist der Bug. Und das Hinterteil? Deck. Frage 3. Rechts ist... Steuerbord, Backbord, Deck, Kabine, Kombüse, Kiel, 1924. Du hast den mündlichen Teil bestanden. Welche Überraschung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum dritten Teil von unserer Bootsfahrschule von SpongeBob. Wir wollen natürlich jetzt heute in der Folge den Leuchtturm bauen. Und da würde ich sagen, damit wir auch was sehen im Dunkeln, knipsen wir ihn gleich mal an. Von daher Blöcke in die Hand. Auf geht's! Für den Start heute holen wir uns dann erstmal ein bisschen roten Beton raus. Weiter geht's noch mit schwarzem Beton und weißem Beton. Dann holen wir uns ein bisschen Keramik raus, am besten die Türkise. Sieht natürlich ein bisschen mehr aus wie grau, aber türkis. Dann holen wir uns noch einen Eisenblock raus. Dann geht's ab in die Steinabteilung. Steinziegel, Treppen, Blöcke, Stufen und Mauern begleiten uns heute. So, wir kommen jetzt natürlich jetzt zum Teil 3. Das heißt, wir bauen heute in unserer Folge den Leuchtturm. In den anderen zwei Folgen hatten wir, sag ich mal, den Steg gebaut. Da haben wir auch schon den Grundriss gehabt von unserem Leuchtturm. Ne, verlinke ich euch alles wie immer oben in der Infobox, genauso wie das Klassenzimmer. Gut, da fangen wir jetzt gleich an mit dem roten Beton. Wir hatten uns da in der ersten Folge ja schon so vorgezeichnet, unserem Kreis. Hier wollen wir uns das Ganze jetzt natürlich einmal nach oben ziehen. Insgesamt 13 Blöcke hat das Ganze jetzt hier von der roten Schicht. Den untersten zählen wir da mal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 Blöcke, die reichen völlig aus. Falls natürlich jetzt einer sich das hier nicht vorgemagert hat, gehen wir auch nochmal ganz kurz den Kreis einmal an. Ne, was der für ein Maß hat, ist eigentlich ganz einfach. Und zwar haben wir immer die Seiten auf eine 5er. Dann kommen halt ja, zwei Zweier hier auf jeder Seite. Also jeweils ein Zweier auf jeder Seite, so gesagt. Dann nochmal ein Einer in der Mitte, kommt wieder Zweier, 5er. Ne? Das ist halt der Kreis. Gut, dann ziehen wir das jetzt erstmal auf 13 Blöcke hoch. So, dann machen wir gleich weiter. Und zwar nehmen wir uns jetzt unseren Schwarzbeton und machen jetzt einfach nur zwei weitere Reihen einfach hier oben drauf. So, nach den zwei schwarzen Reihen geht es weiter jetzt mit dem Weißbeton. Da fangen wir am besten immer an der Seite einmal an oder hier immer so schräg von den Ecken. Und zwar haben wir immer hier diesen Einer. Da setzen wir zweimal Weiß drauf und dann gehen wir immer zur Seite und erweitern das jetzt um zwei Blöcke. Das heißt, jetzt hier setzen wir statt zwei vier Blöcke drauf, andere Seite auch. So, vier Stück. Weiter geht es dann hier wieder, dass wir jetzt nicht 4 raufsetzen, sondern 6 Blöcke. Und da müsst ihr gar nicht mal wirklich zählen. Ihr setzt da einfach nur 2 weitere Blöcke rauf. So, ihr könnt es auch 4 machen, ne? 5 und 6. Wunderbar. Das machen wir jetzt erstmal einmal ringsrum. Auf diesen 5er Seiten, die wir hier haben, die macht ihr komplett auf 6 Blöcke, halt so wie wir das denn hier erstmal haben. Zieht ihr das einfach hinterher. Und dann geht es halt auch so halt einfach wieder runter, ne? Der erste hier, der ist auch auf 6. Dann kommt der 4er. Dann kommt der 2er in der Mitte. Nur und so geht es dann halt hier wieder zurück. Ja, wenn wir dann erstmal wieder fertig sind, sieht das Ganze jetzt so aus wie so eine kleine Krone, könnte man sagen. Jetzt wollen wir es natürlich noch weiter nach oben bauen. Wir fangen jetzt am besten jetzt auf diesen 5er Flächen an. Da bauen wir jetzt die Mitte, also diese 3er Fläche jetzt auch weiter nach oben und setzen da jetzt 10 Blöcke an sich rauf. Ne, den zählen wir gleich mal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wunderbar. Ja, dann können wir das Ganze hier auch erstmal wieder auf jeder Seite so hochziehen. Dadurch haben wir natürlich jetzt hier ganz schön zu sehen, wie weit wir uns das jetzt alles hochziehen. Jetzt haben wir noch eine Aufgabe und zwar müssen wir natürlich jetzt hier noch die Seiten alle zuziehen. Wie fangen wir da am besten an? Natürlich unten, ne? So, da gehen wir erstmal so hin, dass wir das hier erstmal dicht bauen, nur dass man natürlich nicht in unser Türmchen reingucken kann. Und ihr kennt ja immer die gute alte Massenarbeit, das machen wir immer schön synchron auf jeder Seite, dass wir hier unten das erstmal alles schön dicht bauen. Und bevor wir uns jetzt hier an sich falsch jetzt hochziehen, machen wir jetzt einfach auf die Streben, die wir jetzt hier ein bisschen dicker gezogen haben. Auch genauso hoch, wie wir die jetzt hier schon woanders haben. Jetzt braucht ihr hier nicht mehr zählen. Wir haben ja an sich ja schon unsere Höhe ermittelt. Dann könnt ihr euch das jetzt eher einmal so hochziehen. Nur auf die Streben, die wir hier haben, zack, nach oben setzen. Wenn wir das dann soweit haben, gucken wir wieder an die Seite. Und zwar setzen wir jetzt einfach hier die nächste Strebe auch wieder, dann glaube ich, die Höhe hier einmal rauf. Aber setzen natürlich jetzt nicht hier diese vordere Strebe hoch, sondern einfach dann diese innenliegende Reihe, ne, ziehen wir einmal so nach hinten weg. Dass wir an sich, wenn wir das jetzt hier an den Seiten ziehen, oben dann halt ein Maß bekommen. Und zwar das dann hier ganz eindeutig. So, ziehe ich mal selber erstmal hoch. Dass wir an sich ja dann immer, sag ich mal, hier vorne die Dreierfläche haben. Dann kommt der Zweier, zwei Einer, Zweier und Dreier. Ne, dass wir dann diesen Kreismaß dann oben haben. Ja, dann schnappt ihr gleich die Blöcke und zieht die anderen Seiten natürlich auch noch zu. Trotz alledem, wir sind noch nicht durch mit unserer weißen Beton. Wir gehen jetzt gleich mal oben einmal an unsere Kante ran. Und setzen jetzt hier eine weite Reihe ringsrum. Nur, dass wir es einmal überstehen lassen. Müsst ihr einfach nur eine Blockreihe einfach hier vorne einmal ransetzen.
Wenn wir das zur anderen Seite wieder gezogen haben, lassen wir darunter einfach drei Blöcke Platz und machen hier nochmal einmal ja, so einen Ring einfach ringsrum. Wunderbar, das haben wir schon mal fertig. Jetzt geht es wieder ran, dass wir einmal unten anfangen und beginnen jetzt erstmal natürlich mit dem Eingang zu unserem Leuchtturm. In SpongeBobs Folgen sah man ja nicht wirklich, wie der Inneren aussieht. Ist aber bestimmt dann, sag ich mal, so eine Treppe, die sich halt ne, kreisförmig nach oben bewegt. Ich würde es jetzt aber nicht einrichten, ich würde mir das einfach nur als Deko bauen. Von daher nehmen wir jetzt einfach mal am besten ein bisschen türkise Keramik, fliegen zu einer Seite. Ich empfehle euch jetzt einfach hier diese Vorderseite hier. Und da würde ich sagen, dass wir jetzt hier einfach mal an den Seiten komplett hier vier Blöcke mal weghauen. Oh. Zack, vier Blöcke weghauen, ne, dass es sich perfekt hier in den Steg einmal einarbeitet. Andere Seite auch. 1, 2, 3 und 4. Weg, zack, machen wir die hin. Dann verbinden wir das oben einfach mal, dass wir hier schräg davor nochmal drei einzelne setzen. Und dann seht ihr ja ganz gut, was ihr hier in der Mitte einmal mal weghauen könnt. So, das haben wir hier einfach mal weg. Dann nehmt ihr mal euren Eisenblock und setzt jetzt einfach, wir sehen ja unten unsere Dreiermarkierung hier, unsere Eisenblöcke einfach mal da hinten und können die bis nach oben ziehen. So, was fällt uns auf? Der Steg müssten wir noch ein bisschen nach innen setzen. Nehmt einfach nochmal eure Holzstufen und setzt die hier einfach mal rein. Ja, das passt dann hier völlig an. Danach könnt ihr jetzt ein bisschen kreativ sein. Ja, ihr dürft auch mal kreativ sein. Das heißt, ihr müsst selber auch mal gucken, wie ihr euch das machen wollt. Und zwar, ich gebe euch jetzt nicht unbedingt jede Position jetzt vor. Und zwar machen wir uns ein paar Fenster rein. Und diese Fenster sind ganz einfach aufgebaut. Und dann nehmen wir einfach nur vier Treppen. So, wir suchen uns immer am besten solche Ecken hin und setzen uns dann hier so ein Fenster einfach mal rein. Ne? So eine Bullluke. Ne? Die kennt ihr ja bei SpongeBob. Setzt euch nicht zu viele hin. Wenn ihr euch so 4 bis 5 Fenster euch einfach platziert, das reicht schon völlig aus. Ob ihr die jetzt hochsetzt, tiefsetzt, ganz euch überlassen. Macht sie nicht zu dicht zu anderen Fenstern, lasst immer genug Platz. Dann könnt ihr jetzt auch hier nochmal eine reinsetzen. Ne? Einfach mal bei diesen schrägen Ecken, setzt da die Treppen hin. Und dann habt ihr hier so ein neues Fenster. Ne? So 4 Stück, 5 Stück, wenn ihr wollt, könnt ihr euch dann hier einfach mal setzen. Das Spiel machen wir nochmal nach unserer schwarzen Linie hier. Also das könnt ihr nochmal hier im weißen Bereich machen. Und auch hier wieder komplett gleiches Spiel. Macht nicht so viele Fenster hin. So 4 bis 5, auch hier oben im weißen Bereich, könnt ihr einmal ringsrum euch platzieren. Setzt die hoch, setzt die tief, ganz euch überlassen. Halt, wie euch das gefällt. Ich mache das jetzt auch hier einfach mal willkürlich. Man kann sich ja immer noch im Nachhinein ändern, die Fenster. Ne? Wenn man meint, ah, die passen da nicht so gut hin, will ich dem doch ein bisschen mehr nach links, dann macht sie nach links. Da brechen wir uns ja keinen Arm ab, ne? So wird dann auch erstmal zu den kleinen Fenstern kommen wir zu 4 großen Fenstern. Und die befinden sich, sag ich mal, hier in dieser Lücke, ne? Wo wir, sag ich mal, hier oben eine Reihe uns extra angesetzt haben und darunter. Und die machen wir jetzt immer synchron auf jeder Seite. Das heißt jetzt hier, wir fliegen zur Mitte, schlagen mal hier die weg, dann gehen wir nach links nochmal ein und noch einen weiteren. Zack, dass er mal wegkommt. Nehmt mal eure Steinblöcke, setzt die mal hier an den Seiten einfach mal hin. Ja. Unsere Stufen unten und oben noch hinsetzen und fertig. Und das Fenster machen wir jetzt synchron auf jeder Seite. Das heißt, ich fliege wieder hin, Mitte einmal weghauen und nach links zweimal hier gehen. Wunderbar. Blöcke an den Seiten hin. Das Spiel wiederholen wir halt 4-mal und jetzt hier beim 2. Mal sollte es schon sitzen. Und beim 3. hier, ne, da geht es da schon von ganz alleine, da müssen wir gar nicht mehr zählen. So eingespielt sind wir schon. So, trotzdem machen wir es hier nochmal ein 4. Mal zusammen. Zack, hauen wir die Dinger hier weg und setzen unser Fenster rein. Wunderschön, super. So, gleich geht es hier weiter oben. Jetzt haben wir natürlich eins vergessen und zwar müssen wir das hier oben noch zuziehen. So, nehmen wir jetzt einmal unser weißen Beton. Schön den weißen Beton nehmen und einmal hier oben alles schön gerade zuziehen. Weil ohne eine Fläche, die wir hier natürlich zuziehen, können wir natürlich nicht weiterbauen. Also ganz wichtig, zumachen. Gut, dann geht es gleich weiter mit unseren Steinziegelmauern. Jetzt ziehen wir uns hier oben so, ja sag ich mal, ein Geländer lang, dass hier auch keiner runterfällt. Wir fangen mal an der Seite an bei unseren Dreier. Gehen ein nach innen und das gleiche spielen beim Zweier. Beim Zweier einmal nach innen gehen. So, und das machen wir jetzt nicht so kompliziert, das machen wir auf jeder Seite. Also nach dem Dreier einmal nach innen, Zweier an der Seite auch nochmal nach innen. Das ist das ganze Spiel. So, bei der 3. Seite soll es schon wieder sitzen. Da muss ich jetzt hier nicht mehr so viel sagen. Ne, das sitzt schon bei uns hier einmal drin. Wunderbar. Ja, und danach müssen wir noch eins machen. Natürlich das Geländer fertig bauen. So, das heißt, wir haben schon mal die Grundpfeiler und setzen jetzt hier drauf dann einmal noch unsere Stufen. Und ich glaube ganz gut, ihr kennt das Muster. Ne? So kommen wir natürlich erstmal zu den Seiten. Ne? Seite hier Dreier hin, auf diesen anderen hier, zack, ein Zweier rauf. Ne, dass die sich halt super verbinden. Ich glaube, das Bild ergibt sich ganz gut. So, ich habe hier nochmal eine andere Seite gemacht. Und wie verbinden wir die jetzt natürlich schräg? Ganz einfach, ihr setzt auch einfach 2 Stufen schräg hin. Mehr müsst ihr nicht machen und fertig ist denn hier euer Geländer, ne? Dass wir hier halt wieder so einen neuen Kreis kriegen. Ne, ganz einfach. So, die anderen Seiten müssen wir natürlich noch nachziehen.
Und nach getaner Arbeit wechseln wir dann wieder einmal unsere ganzen Blöcke. Um das Ganze natürlich abzuschließen, holen wir uns jetzt einfach mal ein paar Steintreppen raus. Redstone-Blöcke, dazu natürlich hier unsere passenden Lampen. Ja, dann holen wir uns noch unsere Bruchsteinmauern mal raus. Steinstufen sind dabei. Ich empfehle uns jetzt einfach mal als Glasfarbe türkise Blöcke. Könnt ihr natürlich dann auch einmal hier bei unseren unteren Fenstern benutzen, die Glasblöcke, ne? Aber Glasfarbe ist wie gesagt immer Geschmackssache, da könnt ihr auch gerne eine andere Farbe nehmen. So, fürs Dach am Ende nehmen wir natürlich ein bisschen gelben Beton und nochmal die steinzigen Mauern holen wir uns auch nochmal raus. Ich denke mal, es ist gar nicht mal verkehrt, wenn wir zuerst mit dem Glas anfangen. Ganz einfache Sache, wir machen uns jetzt einfach mal einen Kreis hin. Und zwar dieser Kreis ist ein bisschen viereckig, könnte man fast sagen. Wir machen an der Seite immer eine Fünferreihe hin, dann kommt ein Einer und wieder so ein Fünfer hin. Und das ist der ganze Kreis. Den wollen wir natürlich uns dann auch gleich einmal nach oben ziehen und hier sage ich einfach mal Länge gleich Höhe. Jetzt haben wir hier 5 natürlich in der Länge, das heißt, wir gehen auch genau 5 Blöcke in die Höhe, ne? Dann ziehen wir uns hier einmal alle schön auf 5 Blöcke hoch. Wenn wir das Glas dann soweit haben, geht es einmal jetzt an unsere Lampe von unserem Leuchtturm. Schnappt euch mal eure Treppen und dann suchen wir jetzt mal hier so ein bisschen die Mitte. Ist eigentlich ganz schnell gefunden. Ist ein 3x3-Fett, was wir hier in der Mitte einmal haben. So, da setzt ihr dann hier einmal in der Mitte dreimal unseren Redstone-Block. Da an den Seiten könnt ihr dann gleich mal die Lampen einmal anbringen, dass hier auch alles schön leuchtet. Wunderbar. Verstärken wir nochmal an den Seiten mit unseren Mauerstücken. Die Bruchsteinmauer finde ich einfach optisch am passendsten dafür, aber ihr könnt auch natürlich auch gerne die Steinziegelmauer nehmen. Aber ich denke mal so, komm, da müssen wir irgendwas anderes nehmen, weil wir haben es ja draußen schon beim Geländer. Das wäre ein bisschen doof. So, und ganz oben drauf empfehle ich euch einfach mal ein paar Steinstufen. Wunderbar. Und machen das jetzt zu. Ja, ist aber nicht das Einzige, was wir zumachen, denn wir gehen gleich hier über unseren gelben Beton. Und dann könnt ihr oben einmal einen Deckel drauf machen. Macht hier komplett einmal oben das hier einmal zu beim Glas. Und dann wollen wir hier natürlich das Ganze jetzt nicht so glatt einfach dran lassen, sondern lassen es auch hier wieder überstehen. Ist ganz easy. Ja, an unserer 5er Fläche kommt natürlich eine 5er Reihe vor. Und hier an der Seite machen wir einfach 2 Einer hin, ne? Was es halt einmal so komplett übersteht. So, die anderen Seiten ziehen wir natürlich gleich noch nach. Wunderbar. Und dann geht es schon weiter, dass wir jetzt unsere Kuppel bauen. Und die ist gar nicht mal so schwer, ganz einfach. Zuerst hier eine 5er Reihe hin. Und eine 3er Reihe gleich da oben drauf. So. Wir machen das alles hier ganz gemütlich auf jeder Seite. Ne, immer Massenarbeit, ihr wisst es, ist immer am einfachsten und übersichtlich. Ne, dann kommen wir ja nicht so durcheinander. So, und auch viertes Mal 5er Reihe und 3er Reihe auf. So, dann kommen wir gleich zu den Seiten. Seiten ganz einfach. Ne, ihr seht es ja ganz gut. Mitte einmal zubauen hier mit 3 Blöcken. Ne, dass es von außen so aussieht. So, gucken wir nochmal hier. Ein in der Mitte, zack, hier in der Ecke ein und da in der Ecke ein. Wenn wir das dann soweit haben, geht es jetzt an der nächsten Reihe weiter. Und die machen wir jetzt einfach so, dass es jetzt eine Reihe nach innen geht. Das heißt, ihr könnt jetzt hier einfach mal die innere Fläche, die hier offen ist, einmal zuziehen. Aber so, dass wir natürlich jetzt nicht oben einmal abschneiden. Also so zack, hier die offene Fläche einmal zuziehen. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Reihe. Und zwar machen wir jetzt hier oben drauf einfach erstmal ein schönes Pluszeichen hin. So, oder Malzeichen, ne, wie man sehen möchte. In den Ecken platziert dann einfach nochmal einen weiteren Block und fertig. So, das wäre dann schon unsere Kuppel. Aber wir wollen dann natürlich noch so einen Knubbel oben drauf bauen. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere Mauer hier zur Hand. 2 Stück reichen völlig aus. Knubbel hin und fertig. Natürlich nicht vergessen am Ende, ihr habt noch unten Fenster, ne? Dass ihr die natürlich auch noch schicker macht. Also immer gut, wenn ihr dann natürlich das gleiche Glas nimmt, was ihr jetzt oben verwendet habt. Einfach hinterbacken. Ne, das ist ja nicht so schwer. Und das liegt dann an euch, ob ihr das jetzt noch ein bisschen mit Mühe euch verkleiden wollt oder offen lasst. Ich empfehle immer, dass ihr es noch verkleidet. Sieht immer besser aus. Ne, können wir noch kurz von draußen gucken. Oh, machen wir hier gleich mal kurz die Stichprobe. Ne, backt da irgendwie was hinter. Blauer Beton, schwarzer Beton, irgendwas, dass man da nicht reingucken kann. Ne, weil es sieht einfach schöner aus, als wenn man da reingucken kann und es ist hohl. Ne? Das ist ein bisschen doof. Ja, das ist dann das Letzte, was ich euch hier mitgebe. Und dann ist der Leuchtturm auch fertig. Schick, schick, schick. So, das war jetzt der dritte Teil. Wenn es euch noch interessiert, wie man sich vom Abständen her so ein bisschen die Strecke macht, weil da machen wir ein extra Video, das heißt nicht, ich baue das jetzt hier mit euch, da blende ich euch die Zahlen alle ein, dass ihr euch super bar die Strecke basteln könnt. Oder ich gebe euch Tipps noch, wenn ihr wollt. Wenn ihr euch jetzt auch so ein Parcours machen wollt. Ja, aber ansonsten sind wir erstmal durch hier mit der Fahrschule. Den nächsten Teil gibt es wie immer in der Infobox. Oder ist auch jetzt am Ende des Videos verlinkt. Ne? Kommt ihr auch zur Playlist, zur Bootsschule, ne? Falls ihr da irgendeinen Teil nochmal euch angucken wollt, ne? Weil es euch da was fehlt, könnt ihr es dann basteln. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche viel Spaß beim Nachbauen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.